Hallo meine Lieben und willkommen mal wieder zurück zu Kingdom Hearts. Mein Name ist Life, was alias die Life. Und wir machen wieder da weiter, wo wir beim letzten aufgehört haben. Letztens sind wir ja bei der Kapelle stehen geblieben. Da denn wir jetzt auch weitermachen. Ich glaube. Glaube ich rein? Nee, das ist der Liftschacht. Nee, ist doch richtig. Doch richtig. Schon mal sagen, hä? Okay. Natürlich drehe ich genau dann, wenn ich angreifen will. Na toll. Was kommt davon, wenn man versucht, nach dem Gegner hinterher zu rutschen? In dem Fall hinterher zu laufen. Das kommt davon. Weiter. Rein in die Kapelle. Kann ich mich nochmal auffrischen? Zu schlimm. Ich denke mal, jetzt geht es tatsächlich auf zum Grandel-Finale. Mehr oder weniger, erstmal. Okay. Machen wir uns auf den Weg. Ich will mal so sagen, es gibt immer ein gratis MP dafür. Die kann ich. Au. Die kann ich im Moment gerade sehr gut brauchen. So. Jetzt aber wirklich auf zum Grande. Darf ich es jetzt endlich sagen? Auf zum... So. Waren das jetzt endlich alle? Danke. So, jetzt werde ich etwas machen, was ich normalerweise eigentlich nicht mache. Dem anders. Ich drehe hier gleich durch. So. Ach so, das hat. Ach so, okay. Okay. Lassen es dabei und machen uns jetzt endlich auf den Weg zum eigentlichen Problem. Eins kann ich euch sagen, das hier wird jetzt kein Zuckerschlecken.
Das dürfte Behemoth sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Für den Fall der Fälle. Danke, Donald. Von der Angriffskraft gerade momentan so schwach ist. In Anführungsstrichen gesehen. Oh. So. Au. Also ich will ins Kopf steigen, aber nicht auf die Art und Weise, dass ich ganz ehrlich bin gerade. Ist mir gerade, das muss ich jetzt ganz ehrlich an der Stelle sagen, das ist mir gerade ein bisschen zu einfach. Entweder bin ich hier überlevelt. Mega Dot? Jetzt lasst uns das große Schlüsselloch versiegeln. Sora, du hast es geschafft. Was macht ihr denn hier? Wir sind mit Sids Schiff gekommen. Hier haben wir als Kinder gelebt. Wir wollten es einmal wiedersehen. Umstände schlimmer als ich dachte. Früher so friedlich hier. Keine Angst. Besiegen. Wird alles wieder so wie früher. Deine Insel. Wirklich? Aber das bedeutet auch Abschied nehmen. Wenn die Welten wieder hergestellt sind, werden sie wieder voneinander getrennt sein. Jeder kehrt dann wieder dahin zurück, wo er herkam. Freue ich euch mit dem Gummijet, Leute. So einfach ist das nicht. Es
vorher nichts von den anderen Welten gewusst, oder? Weil die Welten voneinander getrennt waren. Überwindbare Mauern trennten sie. Die Herzlosen haben diese Mauern zerstört. Aber mit den Welten kehren auch die Mauern zurück. Das bedeutet, dass auch Gummijets nichts nützen. Heißt das, dass er uns nie mehr... Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Egal wo wir sind, unsere Herzen werden uns wieder zusammenführen. Weißt du was? Ich könnte dich nie vergessen, selbst wenn ich wollte. Was soll das denn bedeuten? Sora! Schnell, komm her und verschließ das Schlüsselloch! Sora, viel Glück. Damit ist das Schlüsselloch auch abgehakt. Danke, Sora. Ich glaube, die Dunkelheit wird schwächer. Aber ich fürchte, dass sich irgendwo weit weg eine mächtige Dunkelheit zusammenbraut. Das Herz der Dunkelheit. Dort, wo Anzug gegangen ist. Dann nehmen wir den Gummijet und knöpfen uns Anzug und die Herzlosen vor. Wahr gesprochen, Meister des Schlüsselschwertes. Wir schenken dir diese Kraft, um dich zu unterstützen. Kraft der Hitze erhalten. Feuer hat sich zu Feuer weiterentwickelt. Sora, dein Mut kann unsere Welten zurückbringen. Wenn die Dunkelheit gewichen ist, wird alles wieder so wie früher sein. Wird Kairi wieder auf der Insel sein? Ganz bestimmt, und du ebenfalls. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich Rico und den König gefunden habe. Apropos König, da war was. Wir haben den bisher noch nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Wo ich so darüber nachdenke. Immer so nebenbei. Mich würde mal kurz was interessieren. Also zum einen werde ich einmal speichern. Anderen noch mal ganz kurz den Gummijet betreten. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Aber dieses Mal soll es wirklich gefährlich sein. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, fuck. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Das bedeutet, ich musste jetzt theoretisch gesehen... Arsch. Nein, wisst ihr was? Wir machen hier erstmal an der Stelle Schluss. Ich werde jetzt nur noch kurz... Je nachdem, wo ich jetzt gleich da bei Hollow Best lande. Also wo ich mich hinporten kann, sollte ich mal hier sagen, werde ich dort abspeichern. Und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Ich glaube, die Kapelle ist dafür perfekt geeignet noch. Würde ich jetzt mal sagen. Gut. Speichern wir jetzt noch ein letztes Mal. Und beim nächsten Mal geht es nicht zum Olymp. Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Egal. Auf jeden Fall
beim nächsten Mal machen wir hier an der Stelle wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es noch nicht das Grande Finale war. Ich habe gedacht, es wäre es, aber ich habe mich da in der Hinsicht noch ein ganz klitzekleines bisschen geirrt diesbezüglich. Ich denke mal, ja, wenn ich will jetzt nichts garantieren, aber ich würde mal sagen, wenn alles glatt geht, denke ich mal, dass das entweder im nächsten oder übernächsten Part der Fall sein wird, dass das Grande Finale kommen wird. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und kann daraufhin nur noch sagen, bis dahin, ciao, ciao.